Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Backofenhähnchen mit Champignonreis vorstellen. Super leckeres Gericht und geht wirklich einfach. Ein paar mehr Zutaten, aber es lohnt sich. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich wie immer rausgelegt. Wir brauchen Hühnerschenkel, hier schon geteilt mit Bruststück. Wir brauchen Öl, Paprika, italienische Kräuter, Zucker und Pfeffer. Außerdem brauchen wir Champignons, nochmal Pfeffer und Salz, Olivenöl, Butter, Knoblauch, ruhig etwas mehr und Frühlingszwiebeln. Außerdem brauchen wir für den Reis natürlich Reis, dann Wasser, Brühe, auch wieder ein bisschen Butter, ein paar Zwiebeln, Salz und Pfeffer und Schnittlauch. Und zum Garnieren brauchen wir ein bisschen Petersilie. Los geht's. Zunächst gebe ich mal mein Öl, Paprika, Pfeffer, Zucker und die italienischen Gewürze in eine große Schüssel, damit ihr auch wirklich eure Hühnchenteile, die ich jetzt hier schon mal im Gelenk geteilt habe, die großen Schenkel mit Bruststück in die Schüssel bekommt. Und dann lege ich zunächst, wenn ich hier diese Masse angerührt habe, meine Hühnchenteile mit der Haut nach unten in die Schüssel und gebe alle Teile in die Schüssel. Und dann fange ich einfach an mit der Zange hier. Das könnt ihr auch mit den Händen machen. Ich mache es mit der Zange zu mischen und dann stellen wir die erstmal weg, dann können die durchziehen. Pfanne anschmeißen und in der Pfanne Bratöl oder auch Olivenöl nur nicht so hoch erhitzen, heiß machen. Und wenn so dreiviertel Hitze erreicht sind, dann geben wir unsere inzwischen marinierten Hühnchenteile hier in die Pfanne. Und die braten wir ordentlich an. Wie gesagt, nicht ganz hohe Hitze, so dreiviertel. Und die brauchen von jeder Seite, na, vielleicht 5 Minuten, 6 Minuten, je nachdem, wie eure Pfanne, euer Herd so drauf ist. Und mehr brauchen wir gar nicht, denn die kommen nachher sowieso noch mal eine halbe Stunde in den Ofen. Also erstmal in die Pfanne. Und dann abdecken und zwischendurch immer mal gucken, und wenn die eine Seite so ein bisschen gebräunt ist, dann auf jeden Fall einmal drehen, immer gucken, so ein bisschen zusammenschieben auch wieder. Die verlieren jetzt eine ganze Menge Fett, das gießen wir nachher weg, das verwenden wir nicht. Also wenn ihr einmal gedreht habt, dann nochmal abdecken und die letzten 5-6 Minuten braten. Und wenn dann die Hähnchenteile so langsam Farbe annehmen, ne, wenn die so ungefähr so aussehen, dann rausnehmen und beiseite stellen, Alufolie drüber auf den Teller und erstmal wegstellen. So, jetzt habe ich das Fett ein bisschen abgegossen, die Pfanne aber nur so ein bisschen sauber gemacht. Wir wollen die Geschmacksstoffe natürlich behalten. Und jetzt gebe ich Olivenöl in die Pfanne, auch wieder so dreiviertel Temperatur, nicht so volle Hitze. Ein bisschen Butter dazu und mische das Ganze. Lasse die Butter erstmal schmelzen. Und wenn Butter und Olivenöl sich verbunden haben, es gibt schon einen tollen Geruch auch, dann gebe ich hier in die Olivenöl-Buttermasse meine Zwiebeln. Und die Zwiebeln, die braten wir jetzt an, bis sie beginnen glasig zu werden, bis sie richtig so schöne braune Farbe haben. Die britzeln jetzt hier vor sich hin, so soll das sein. Und wenn die Zwiebeln braun geworden sind, dann gebe ich Knoblauch dazu. Nicht so lange braten, Knoblauch wird sonst bitter, also so 2-3 Minuten mitbraten und dann kommen auch schon die Champignons. Champignons braten wir jetzt mit in der Zwiebel-Knoblauchmasse, bis die beginnen Wasser zu ziehen, bis sie kleiner werden und ihre Flüssigkeit abgeben. Das dauert so nochmal 5-6 Minuten. Dann kommen die Frühlingszwiebeln dazu. Auch die vielleicht 5 Minuten nochmal anbraten, nicht sehr viel länger. Und wenn wir das gemacht haben, dann würze ich mit Pfeffer und Salz. Nach Geschmack nehmen wir erstmal die Hälfte. Ihr könnt hinterher noch nachwürzen, je nachdem wie eure Brühe so gewürzt ist, würde ich hier erstmal vorsichtig sein. Ich habe erstmal die Hälfte genommen, mischen und nochmal so 2-3 Minuten anbraten. Und wenn wir das alles gut vermischt haben, dann geht es auch schon weiter hier. Das sieht schon lecker aus. Und dann kommt als nächster Schritt nochmal ein Stück Butter dazu. Das haben wir so ein bisschen anschmelzen lassen, um das zu binden. Gibt nochmal zusätzlich Geschmack. Und wenn die Butter hier geschmolzen ist und sich verbunden hat, dann kommt die Brühe dazu. Ich habe jetzt hier Geflügelbrühe gehabt. Die war aber nicht so stark im Geschmack, habe ich dann gemerkt, und Wasser.
Und jetzt lasse ich das Ganze nochmal ordentlich aufkochen und jetzt hier abschmecken. Und da habe ich eben gemerkt, das ist so ein bisschen flach. Deswegen habe ich nachgewürzt mit ein bisschen Brühepulver. Müsst ihr natürlich selber entscheiden. Also auf jeden Fall an dieser Stelle einmal abschmecken, ob es okay ist. Jetzt kommt der Reis dazu. Den verteilen wir jetzt hier. Verhältnisse von Reis und Flüssigkeit habe ich euch ins Rezept geschrieben. Solltet ihr relativ genau beachten, damit auch hinterher der Reis wirklich die Flüssigkeit aufgenommen hat, aber eben auch nicht trocken ist. Ein bisschen Schnittlauch noch dazu und das war es eigentlich schon an Vorbereitung. Jetzt kommen die Hühnchenteile zurück. Die kommen jetzt wieder in die Pfanne. Und dann tunken wir die so ein und drücken die so runter, damit die richtig schön ein bisschen bedeckt sind. Den Saft nehmen wir natürlich wieder dazu. Das sieht schon richtig gut aus, oder? Das ist eigentlich schon lecker. Aber jetzt kommt das Ganze natürlich, ist ja ein Backofenhähnchen, jetzt kommt das Ganze nochmal in den Backofen. Und bei mir hier waren das 180 Grad, Umluft 30 Minuten. Müsst ihr mal ein bisschen gucken, wie der Reis so fertig wird. Aber das sollte eigentlich reichen, 30, 35 Minuten. Dann können wir gucken, ob es geklappt hat. Sieht jedenfalls gut aus. So, rausgeholt. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr mögt, die Hühnchenteile erstmal rausnehmen und den Reis nochmal richtig mischen. Das macht vielleicht einen Sinn. Ich mache das jetzt hier mal nicht, aber ich will euch zumindest zeigen hier, der Reis, der hat perfekt wirklich die Flüssigkeit aufgenommen. Da steht nichts mehr unten in der Pfanne und ist trotzdem noch so ein bisschen körnig, also fällt wirklich gut vom Löffel. Das heißt hier, Verhältnis Reis und Flüssigkeit war genau richtig. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt nochmal mischen. Ich mache das nicht. Ich lasse jetzt meine Hühnchenteile mal drin, bestreue die jetzt zur Garnitur nur noch mit dem restlichen Schnittlauch und außerdem als weitere Garnitur noch ein bisschen Petersilie, damit wir so ein bisschen Grün hier drin haben, auch ein bisschen für den Geschmack. Und das war es eigentlich schon. Und dann schneide ich auch jetzt mal so ein Hühnchenteil an, damit ihr seht, wie das aussieht. Ihr seht hier, knallheiß noch, das dampft noch richtig. Und das Hühnchen lässt sich mit der Gabel vom Knochen zupfen. Also es ist wirklich total zart, aber immer noch sehr saftig, wie ihr seht. Und der Geschmack ist wirklich der Hammer. Also es ist wirklich super toll durchgezogen. Ein tolles Rezept. Also ich denke hier, mein Backofenhähnchen mit Champignonreis hat geklappt. Leckeres Gericht. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.